Und es geht weiter bei Let's Play Family Lost Chapter, das ich bin, euer Dungeon Muffix. Ich will dieser wunderschönen Musik zuhören, die ist so geil hier im Arbos-Tempel. Im letzten Part haben wir endlich Excalibur rausgezogen. Es ist zwar nicht so stark, aber wir haben es geschafft und das ist das Wichtigste. Und haben richtig viel Ruhm, glaube ich, natürlich bekommen. Ich spende mir einfach mal was. Ich weiß, mir ist es wurscht, dass nicht. Ich spende doch nicht viel, aber... Hä? Mindestspende. Eins, toll. Ich will... Ja... Etwas mehr kann man schon noch spenden. So, 200 würde ich mal sagen. So, perfekt. Gut. Spenden. Euer Lohn wird gering sein. Dankeschön. Ich habe dir nur 200 Gold gegeben, Pisser. Okay, gut. Ja, und ist noch wichtiger, glaube ich, von der Hauptquest zumindest. Im letzten Part haben wir unsere zweite Seele geholt, und zwar die Seele unserer Mutter. Und ja, wir haben jetzt als dritte Seele die Wahl. Entweder die Seele des Guildmeisters holen, was ich schätze böse wäre. Würde irgendwie Sinn machen. Oder, es gibt natürlich eine andere Möglichkeit. Vergessene Bucht. Oder wir können in die Nähe des Gefängnisses. Das ist da, wo der Friedhof ist, wo wir auch den Geheimgang zu der zum Gefängnis gefunden haben. Können wir hingehen und dort können wir die Seele von Nostro holen. Nostro haben wir schon mal getroffen. Ich glaube, da kommt man sich hinter mit den. Ja, Lynchville-Friedhof. Gut. Dann porte ich mich da lieber hin. Das geht ja viel schneller dann. Und ja, das wird die dritte Seele sein. Und dann können wir zum Messerjack und ihn endgültig besiegen. Hoffe ich zumindest. Ich will nicht noch gegen noch eine Form von Messerjack kämpfen. Ich fand den ersten Kampf so scheiße. Ich kann mir echt gar nicht vorstellen, was beim zweiten Mal dann abgeht. Oh, wer seid ihr? Kapier ich nicht. Der Geist von Nostro hat diesen Ort heimgesucht, solange man denken kann. Aber er hat noch nie zuvor Ärger gemacht. Ich sage euch, es ist, als ob die Toten dort in einem Krieg kämpfen. Wir Jungs vom 5. Regiment halten sie unter Kontrolle, aber es muss etwas unternommen werden. Wollt ihr mitkommen vielleicht? Die Gilde sagte uns, ihr würdet kommen. Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber es ist wie das Ende der Welt. Aber jetzt, wo ihr hier seid, können wir das Ganze bestimmt klären. Ich trat dem 5. Regiment nicht bei, um den ganzen Tag Gräber zu bewachen. Oh nein! Kann ich dich mitnehmen irgendwie? Nee, kann ich nicht, schade. Ja gut, dann gehen wir hier in den alten Friedhofspfad. Ach, das wird ja sicher sehr, sehr, sehr schön. Oh, ich... Ah, Zombies wieder. Normale oder stärkere? Gegen was kämpfen? Auch die kämpfen ja gegen die Wesen. Ach komm! Sind mir die Zombies um einiges lieber? Sind mir... Okay, du bist mir nicht lieber. Du bist kacke. Ja, für die brauche ich einen Schlag. Die sind mir echt zu patschen. Okay, ich würde sagen... Rush durch! Boah! Das ist ja super... Oh nein! Nee, kein Bock gegen die zu kämpfen. Kein Bock gegen die zu kämpfen. Zombies, komm, macht sie alle, macht sie alle. Ich glaube an euch, Zombies. Komm, macht sie alle. Ich meine, die Zombies sind viel cooler als die. Weil die Zombies können mit einem Schlag töten und selbst die schweren, aber die sind einfach nur asozial. Komm. Lass mich da durch, lass mich durch, lass mich durch. Oh, da will einer zaubern. Aber weg. Oh, geschafft. Klasse Toten. So treffen wir uns wieder. Ihr holtet meine Waffen und meine Rüstung und brachtet mir Frieden. Dafür entbiete ich euch meine Seele. Aber ich bin Nostro und ich habe eine Kriegerseele. Ihr müsst sie euch im Kampf holen, sodass ich im Jenseits stolz vor meinen Kameraden stehen kann. Meine Männer werden mich bis zum Tod schützen. Nur wenn sie fallen, kann ich verletzt werden. Nehmt denn meine Seele mit Ehre. Nein. Ich hoffe, er kann uns nicht angreifen in der Zeit dann. Ich wette, das wird so ein extrem harter Kampf.
Ja, also die jetzt hier alle zu machen, das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Immerhin ist er auch ein langsamer Zombie. Ich hätte jetzt echt Angst, dass es so ein schneller ist dann. Hau doch ab, hau doch ab, hau doch ab. Warum visierst du jemanden an? Nein, ich will keinen anvisieren. Oh, scheiße. Oh. Ja, ganz ehrlich, Nostro, sei doch mal einfach sozial. Ja, komm. Lass dich von jedem einzelnen Zombie treffen. Finde ich cool von dir. Jetzt! So. Hä? Wie soll ich denn was abziehen? Es kommen doch immer neue Zombies. Muss ich... Warte, ich habe mal eine Idee. Vielleicht hier mal die Gräber zerstören. Oder ich schlage ihn jetzt einfach. Okay, von wegen, man muss alle seine Heinis töten. Man muss ihn halt nur angreifen, wenn er sichtbar ist. Hau doch ab, hau doch ab. Oh. Viel zu viele hässliche Zombies. Zack. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich ihm was abziehe. Ach, scheiße, jetzt macht er sich wieder unsichtbar. Jetzt können wir nur abhauen. Und uns vielleicht nicht von jedem einzelnen treffen. Aber ganz ehrlich, wir sind wirklich so überpowered, die machen uns fast keinen Schaden mehr mit ihren Attacken. Zum Glück sind es aber echt nur die leichten Zombies. Wenn das jetzt hier die ganz fetten wäre, dann hätte ich auch Probleme. Ach, jetzt wird er wieder zu der hässlichen Form. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so schwer. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Aber es könnte auch sein, dass wir echt überpowered sind. Komm, mach dich wieder sichtbar. Ach, komm. Gut, jetzt müssen wir wieder ein paar von denen zusammenhauen. Jetzt, zack, zack. Geh in Frieden zu deinen Kameraden. Aber geh! Bin weggespeichert. Und damit haben wir die dritte Seele. Und das heißt, wir können uns Jack stellen. Dann benutze ich jetzt wieder mein Gildensiegel. Ey, ich finde echt geil, dass ich das herausgefunden habe, dass ich mich supporten kann. Das ist mir jetzt ganzen Weg wieder gelaufen. Ja, die anderen haben sich auch immer so weggecheatet. Und jetzt kommen auch so Aschenschein und die letzte Seele hin tun. Die Schrift besagt, dass nur ein einziger Held durch das Tor gehen kann und hey, ratet mal, ihr seid der Stärkste. Ich weiß nicht, welche Form Jack wählen wird, aber er wird wohl kaum klein und pelzig sein, oder? Viel Glück für unser aller Wohl. Ihr kommt zu spät, kleiner Held. Wieder einmal zu spät. Kommt zum Bronzetor. Ihr habt eine neue Questkarte. Das heißt wohl, Jack wartet dort auf uns. Ich schätze mal, es wird der letzte Kampf werden in diesem Spiel. Ich weiß nicht, was für eine Form er sein wird, aber es wird sicher was Schlimmes. Bei meinem Glück wird es irgendwie so ein Monster-Ungeheuer, keine Ahnung, so vielleicht einer von denen, so Monster-Greif oder sowas. Oder vielleicht, irgendwie, was gibt's für schöne mythologische Wesen, die Monster groß sind, mir Angst machen? Teddybären. Nee, reden wir nochmal mit Rondosa. Ich bin sicher, ihr schafft das. Habe noch nie an der Seite eines Helden wie euch gekämpft. Ihr schafft einfach alles, daran glaube ich fest. Dankeschön. Okay, was hast du zu sagen? Oh, da bist ja du wieder, mein kleiner, schöner Hautloser. Endlich ist der Tag da. Viele haben prophezeit, dass die Öffnung des Bronzetors das Ende unserer Welt bedeuten würde. Ihr werdet beweisen, dass sie Unrecht haben. Das will ich hoffen, denn ich würde gerne wieder rauskommen. Jack wartet da drin auf uns. Und ich glaube, das Ende ist nah. Das Ende von uns, das Ende von der Welt oder vielleicht das Ende von Jack. Wir werden das erfahren. Bei einer nächsten Folge, nein. Die Folge wird jetzt irgendwie 8 Minuten lang. Nee, da müssen wir schon etwas länger machen. Okay, ich weiß nicht, Tränke. Ich glaube, ich muss mir echt keine kaufen, aber... Ich kotze schon an, der Verkünder, das ist echt schlechter als unser Avos-Trainer. Ich kann mein
Ich kämpfe gegen Jack mit meinem Stock. So geil. Nein, also ich sag jetzt einmal was. Die Quest, ich habe glaube ich noch eine, gell? Ich werde versuchen noch ein paar von den Quests hier zu machen. So Skorms Kapelle werde ich nicht mehr machen. Irgendwann das mit dem Schatz werde ich irgendwann mal machen. Wenn ich Lust habe, Tempel des Lichts tue ich, mache ich auch nicht, weil das ist, glaube ich, einfach nur, dass man viel Geld anlegen muss. Darauf habe ich keine Lust. Angriff des Attentäters. Ja, das ist eigentlich keine Quest. Ich werde einfach nur von den Leuten angegriffen und muss abwehren. Angelwettbewerb, da werde ich irgendwann mal noch Fisch abgeben und Bogenschütz. Ah, ja, also das mit dem Angelwettbewerb werde ich ausführen machen. Das mit dem Hühnertippwettbewerb werde ich aufnehmen. Ja, Bücher werde ich auch noch suchen und dann abgeben. Dann werden wir uns das anschauen. Versteckte Beute werde ich ausführen machen. Den Bogenschützwettkampf, den werde ich auch aufnehmen. Und den Rest der Quest werde ich dann nicht mehr machen, weil so, also sowas wie Tempel des Lichts ist einfach keine richtige Quest, finde ich. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zur letzten Quest und kämpfen gegen Mazer Jack und müssen in seiner letzten Form gegen ihn kämpfen. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Ganz ehrlich, ich wette. Ganz ehrlich, ich schätze jetzt mal. Ich schätze, es ist ein Drache. Das Bronzetor, obwohl das Tor in moderner Zeit stets geschlossen war und keine Anzeichen darüber seinen Zweck gibt, spekulieren Gelehrte, dass Archon persönlich dahinter etwas äußerst Böses weggeschwert hat. Einigen Legenden aus Nosebyre zufolge würde das Öffnen des Tores das Ende der Welt herbeiführen. Die Einheimischen behaupten, dass das kein Zufall sei, dass sich das Metall heiß anfühle. Dann wird sogar Sinn machen, dass wir ein Drachen drin ist. Bitte lass es kein Drachen sein. Bitte lass es ein Monster-Teddybär sein. Gut, gehen wir rein. Begegnen unserem Schicksal. Ich versuche es ja möglichst episch zu machen, um Spannung aufzuhalten. Nein, wir gehen jetzt rein. In Archons Vergnügen. Sehr Vergnügen. Archons Verjüngung. Vergnügung. Bitte lass es kein Drachen sein. Bitte lass es kein Drachen sein. Bitte alles andere. Ah, da seid ihr ja. Ich musste lange warten, aber ich wusste, ihr würdet mich befreien. Immer eine Marionette. Ist es nicht ermüdend, dass immer jemand anders an den Fäden zieht? Ich bin unsterblich. Eure Götter und Dämonen bedeuten mir nichts. Nein. Ich wusste es doch. Es war doch so klar. Es war doch so klar. Besiegt Messenger, gleich das gesagt, würde ich mal sagen. Zack, wir hauen einfach aus der Nähe raus. Ich weiß nicht, ob das gut ist. What the fuck? Okay, schlechte Idee, aus der Nähe zu kämpfen. Was geht jetzt ab? Diese Hitze, diese Flammen, genau wie damals, als Oakville. Als Oakville-Fall. Hey, ganz ehrlich, wir müssen Nahkampf machen, weil ganz ehrlich, haut uns auch so weg. Du übertreibst es kein Jack, Mr. Jack, weißt du das? Dummkopf! Ich hab doch keine Chance gegen den. Was soll ich denn gegen den machen? Was soll ich denn gegen den machen? Mit dieser Feuerattacke. Habt ihr eine Vorstellung, wie klein ihr mir jetzt erscheint? Warum ist der ein fucking Drache? Ich will auch ein fucking Drache sein. Tu doch dein Schwert raus. Na, tu dein Schwert nicht raus. Du bist doch so... Okay. Albion wird brennen. Alles, was ihr hier... Scheiße. Ich muss meine ganzen Tränke raushauen. Aber ganz ehrlich, das ist doch die einzige Sache, wo wir eben mal Schaden zufügen können. Jetzt macht, fliegt er wieder und wird uns gleich mit Feuer bespucken und ich kann da nicht ausweichen. Seht ihr es nicht? Ich hätte diesen Ort nie um... Ja, geil, darüber freue ich mich, dass du diesen Ort nie ohne mich erreichen konntest. Wo bist du? Weißt du was, ich will es gar nicht wissen. Hau ab!
sag. Okay, wir müssen Nahkampf machen. Ich weiß, dass es blöd ist, aber wir müssen es machen. Roll dich weg. Scheiße. Roll dich gescheit weg das nächste Mal. Aber egal, wir haben schon mächtig Damage gemacht. Komm. Scheiß doch drauf. Okay. Ich muss aber einen Tank abmachen. Wir sind gleich wieder bei dem Finale von Let's Play Fable Lost Chapters. Euer Dennis, bis zum nächsten Mal.